Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Würfeln einen Pasch zu würfeln? Also beide Würfel werden gleichzeitig geworfen und wenn dann beide Würfel dasselbe anzeigen, also beide eine 1 anzeigen oder beide eine 3 anzeigen, dann ist das ein Pasch. Und jetzt geht es eben darum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Pasch bei einem Wurf mit zwei Würfeln tatsächlich eintritt. Das Ergebnis besteht ja aus zwei Zahlen. Das besteht aus der Zahl, die der Würfel 1 anzeigt und aus der Zahl, die der Würfel 2 anzeigt. Also wir haben lauter so Zahlenpärchen. Ja, wir können ja einfach mal versuchen, diesen Ergebnisraum aufzuschreiben. Ergebnisraum, auch wenn das jetzt ein bisschen mühselig ist. Aber einfach so, dass man mal sieht, wie man das systematisch machen kann. Also da bei dem Ergebnisraum, da müssen wir jetzt aufschreiben, auf der einen Seite, was der Würfel 1 anzeigt. Das machen wir hier links. Das soll das sein, was der Würfel 1 anzeigt. Und möglich sind natürlich alle Zahlen von 1 bis 6. Also der Würfel 1 kann ja 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 anzeigen. Das sind hier seine Zahlen. Und da drüben, da nach rechts rüber, schreiben wir auch, was der Würfel 2 anzeigt. Also der Würfel 2 kann auch alle Zahlen von 1 bis 6. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Ja, und jetzt, damit es eine einigermaßen eine Tabelle wird, mache ich mal den Versuch, hier ein paar Linien einzumalen. So, gar nicht so schlecht, oder? Aber jetzt. Na gut, nicht allzu schief. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Menge Felder bekommen und in die Felder können wir ja dann diese Zahlenpärchen eintragen. Also links sollte das stehen vom Würfel 1. Hier in der ersten Reihe, das sind alles seine 1. Also das ist immer, wenn der Würfel 1 eine 1 zeigt, ist das hier alles 1. Und hier sind seine 2er. In der dritten Reihe sind die 3er des Würfel 1. In der vierten Reihe sind die 4er des Würfel 1. Hier die 5er. Und hier die 6er. Stellt euch mal vor, das müssten wir für 10 Würfel machen. Dann der Würfel 2, also das sind die 1er des Würfels 2. Hier sind die 2er. Die 3er quetschen wir da noch rein. Die 4er. Die 5er. Und natürlich die 6er. So, jetzt haben wir alle möglichen Ergebnisse, alle Kombinationen hier aufgemalt. Und 2-1 heißt halt, das ist der Wurf, bei dem am Ende dann der Würfel 1 die 2 zeigt und der Würfel 2 die 1 zeigt. Und alle diese Ergebnisse hier sind auch gleich wahrscheinlich, wenn wir davon ausgehen, dass beide Würfel faire Würfel sind. Und die beeinflussen sich ja auch nicht gegenseitig. Also jedes Ergebnis des einen Würfels ist ja unabhängig von dem Ergebnis des anderen Würfels. Also das sind die Voraussetzungen, die wir brauchen, um hier die Wahrscheinlichkeiten in der gewohnten Weise zu berechnen. Und die gewohnte Weise war ja, dass wir sagen, wie viele Ergebnisse gibt es insgesamt? Können wir abzählen? 6 mal 6 sind das. Also wir haben auf jeden Fall 36 Ergebnisse. Also wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, einen Pasch zu würfeln, das ist das, was wir ursprünglich haben wollten. Das ist auf jeden Fall irgendwas geteilt durch 36, weil es hier 36 solcher gleichwahrscheinlichen Ergebnisse gibt. Ja, und wie viele von diesen Ergebnissen sind denn jetzt der Pasch? Das brauchen wir uns eigentlich jetzt bloß noch hier aus der Tabelle raussuchen. Das ist genau das alles, was hier auf der Diagonale liegt. Also hier ist der 4er Pasch, hier ist der 5er Pasch, hier ist der 6er Pasch, sind natürlich genau 6. Also die Wahrscheinlichkeit eines Pasches beträgt 6/36 oder 1/6.